Hallo, hier ist Christoph Schlingensief aus Burkina Faso, aus Ouagadougou. Ungefähr eine Stunde von hier entfernt entsteht jetzt das Operndorf Remdougou. Wenn Sie Lust haben, informieren Sie sich ein bisschen auf dieser Seite. Sie werden da alle Teilnehmer finden. Sie finden da Informationen, Baupläne. Und ich brauche ehrlich gesagt wirklich Ihre Hilfe, dass Sie, wenn Sie klein spenden, größere spenden, natürlich auch sehr gut. Wenn Sie helfen, das wäre super. Sie helfen ja einem Projekt, wo die Kunst und das Leben zusammengehen sollen. Also nicht la pour la, sondern das Leben eigentlich als erweiterter Kunstbegriff, eigentlich als Gesamtkunstwerk. Wir haben eine Schule, wir haben ein Krankenhaus demnächst. Wir haben den großen Festsaal Remdougou, wir haben eine Siedlung, wir haben natürlich Brunnen, Restaurant. Sie sind herzlich willkommen, das anzuschauen, und Sie werden sehen, wie Kinder von 5 bis 17 Jahren dort praktisch ihre ersten Erfahrungen mit der Kunst machen. Und zwar nicht immer gleich mit Pädagogen, Produzenten und Redakteuren, sondern Sie können hier auf der Seite demnächst die Kinder beobachten, wie sie ihre ersten Arbeiten aufbauen. Beobachten Sie einfach Remdougou. Und helfen Sie mit Ihrer Spende, dass wir auch weiter wachsen können. Remdougou ist wie ein Organismus. Da kann eigentlich alles nur wachsen, wenn der Organismus das will. Wenn es manchmal etwas nicht will, dann wird das abgeschnitten, dann wird etwas anderes gebaut. Der Architekt Francis Quiré ist mein Partner. Er ist der Mann, der aus Burkina kommt. Er ist hier geboren und er ist Häuptlingssohn und er weiß die Gegebenheiten hier und er weiß auch, wie dringend notwendig so eine Ausbildung hier ist. Wenn Sie uns unterstützen wollen, Remdougou ist ein Organismus, bei dem Sie eigentlich zuschauen können. Sie können vielleicht nicht mitreden, aber schauen Sie mal zu, wie die Kinder, die hier leben, die kein Fernseher haben, jedenfalls nicht da, wo wir bauen, keine Comics haben, wie diese Kinder anfangen, ihre eigenen Geschichten zu entwickeln, ihre eigene Musik zu spielen, ihre eigenen Filme, ihre eigenen Fotos zu machen. Schauen Sie sich das an und wenn Sie es gut finden, dann geben Sie wieder ein bisschen Geld. Ich brauche echt Ihre Hilfe und grüße Sie herzlich nach Deutschland. Bis bald, Christoph Schlingensief.